Abby. Was? Siehst du, wir haben was. Hier sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Können wir es für heute nicht gut sein lassen? Ja, hol das Ding runter und erneuern. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat sie dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist doch total am Arsch. Los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ja. Verdammte Scheiße! Fuck! Scheiße! Du sagtest Abby, du suchst an Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Fuck. Hier drüben! Geht auf die Bahn! Ich geh nicht zurück! Gottverdammt! Scheiße. Alter. Was ist denn jetzt hier für eine Action, ey? Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Speed! Wir werden angreifen! Als Maul. So, wie geil war denn die Aktion gerade bitte von Ellie, bitte? Wo sind die? Das war ja mal mega. Keine Munition mehr. Hundi, mach doch nicht sowas. Also, man muss ja wirklich sagen, die Aktion von Ellie war ja gerade mal mega mit dem oh, Scheiß die in die Hose. Oh, was für ein cooler Spruch. Der hat mir richtig gut gefallen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Ja, weil die Pappnasen ja hier denken, sie können hier machen, was sie wollen. Ja, ist nicht. Ja, ist nicht wegen fällt aus, Freunde. Also einfach sieht die Sache mal aus. So, und wir gucken jetzt mal, was wir hier Abby-Style-mäßig machen können. Ellie-Style, nicht Abby. Um zu schauen, was wir mit Abby machen können.
Ah, die schallgedämpfte Pistole oder das Maschinengewehr ist natürlich mega super nice. Und jetzt kommen die Leute hier mal so richtig, richtig mal gezeigt, was hier Phase ist. Ja. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen aufräumen für euch. Vielleicht aber auch nicht, weil es sieht scheiße groß aus. Und vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen Munition suchen. Oder vielleicht sollten wir erstmal Munition suchen, um uns da ein bisschen zu wappnen. Also gehen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen durch. Und schmulen mal, was wir hier so in den einzelnen Häusern finden. Na gut, dann sind wir hier soweit durch. Denken wir jetzt mal draußen gucken, ob wir hier noch was finden. Schönes. Wie gesagt, wir werden hier nicht alleine sein. Hier werden einige. Einige werden uns hier überraschen. Ja. Man könnte aber überlegen, ob man versucht, es eben halt so sneaky wie möglich zu lösen. Oder ob wir Rambo-Style einfach durchgehen. Ja. Aber für Rambo fehlt mir ein bisschen Munition. Ja, ich habe zwar irgendwie die so Fallen und Sprengfallen und so ganzen Kram. Aber ich würde gerne mit der neuen Maschinenpistole echt Radau machen. Also Radau im Sinne von eigentlich kein Radau, aber ja, so in dem Dreh. Da würde ich mich sehen. So, jetzt ist die Frage, wo sind die? In einem runden Haus, wurde gesagt. So. Wir checken jetzt mal hier hinten die Ecken ab, damit uns keiner von hinten überraschen kann. Okay, also von hier kann keiner kommen. Das heißt, wir müssen die Straße hier so weit lang. Ich sehe aber auch, dass wir Besuch bekommen. Und zwar läuft da hinten der lang. Da hinten war gerade jemand. Da ist er. Da war er. So, soviel zu unserem Sneaky Peek. Wir machen es Rambo-mäßig. Ja? Hält man ein Köpfchen raus? Nein. Na, kommt da jemand von links? So, da ist noch jemand. Wechseln wir mal ganz kurz die Pistole. Wie erledigt? Du hast niemanden erledigt, Freundchen. Du bist einfach... Also zwei sind noch mindestens da, plus ein Hundi. Los, ihr habt keine Munition! Was ist gut? Nicht weglaufen lassen! Sie hat keine Munition! Okay, warte. Wait a second. Waffe wechseln. So, bist du? Du bist auch auf. So. Flummi. So. Mehr? So, dann haben wir erstmal eine Runde aufgeräumt. Seite. Jetzt können wir wieder Munition suchen. Wo ist der Weg? Der Weg, wir brauchen keinen Weg. Wir brauchen Munition. Das Einzige, was wir brauchen. Naja, 10 Schuss davon. Sehr gut. Ui, hier lag noch Munition. Ja, Pistole. Sehr gut. Hast du noch was liegen lassen? Ja, ein bisschen Pistole. Sehr gut. Oh, schön. Nehmen wir alles mit. Ein bisschen Maschinenpistole. Sehr gut. So, können wir schon mal nachladen. Das finde ich auch sehr gut. Ja, cool. Also, haben wir erstmal ein paar Jungs und Mädels hier auseinanderklavüstert. Ja. Mittlerweile fragen wir auch nicht mehr. Mittlerweile, bringen wir sie einfach um.
Weil es ja jetzt dann die vierte oder fünfte Fraktion mittlerweile, die uns hier... Oder es ist eine Fraktion, die wir schon kennen, die uns einfach nur auf den Senkel gehen will. Ja, kann natürlich auch sein. So, da liegt aber noch was, oder? Jawohl, hier liegt noch ein bisschen Munitionas. So, dann gehen wir nochmal weiter gucken, was wir hier noch so finden. Mal, weil... Ach, das sind die Rattlers. Wieso? Jetzt gibt es nämlich noch eine weitere Fraktion. Rattlers. Warum auch immer es die Rattlers gibt. Oder was das... Oder was die Jungs und Mädels auch immer sein wollen, sollen. Warte mal, ich hatte doch vorhin hier auch ein Sneaky. Vielleicht komme ich da rein. Wo rein? Aha. Ja, da will ich aber noch nicht hin. Das habe ich mir fast gedacht, dass wir da hin müssen. Aber wir wollen noch kurz in dieses Häuslein hier reingucken, wie hier reinkommen. Was erstmal schlecht aussieht. Okay. Weil ich hätte gehofft, dass ich vielleicht hier nochmal ein bisschen Munition finde. Okay. Aber. Nein. Das ist hier der Weg zum Resort, okay. Da werden wir natürlich dann wahrscheinlich wieder ein paar Überraschungen sehen. Okay, erstmal sieht das soweit ruhig aus. Soweit, so gut. Das ist die Frage. Wie lange bleibt das so ruhig? Ja, das kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das nicht allzu lange so ruhig bleibt. Aber was willst du halt machen? So, dann mal erstmal hier hoch. Oha. Oh shit. Weg hier. Oha. Okay. Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Oha. Okay. Also. Wir suchen Abby. Wollen uns ja immer noch rächen. Anscheinend. Abby wird aber gefangen gehalten. Einerseits denke ich mir, wenn sie gefangen gehalten wird, warum sagt sie nicht auf Wiedersehen und so und pipapo, aber sie will anscheinend selbst Abby umbringen. Oder, was meine Vermutung ist, mittlerweile Abby retten. Die wären bestimmt Freundinnen. Ja? Aber, ob wir das nächste Woche schaffen, beziehungsweise in der nächsten Folge das Ganze schaffen, da reinzukommen, um dieses wunderschöne Gebäude zu sehen, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch erstmal fürs Einschalten. Wenn euch die Folge soweit gefallen hat, lasst es uns wissen, indem ihr irgendwie ein Like oder einen Kommentar lasst, damit ihr keine weiteren Folgen natürlich verpasst. Gerne ein Abo dalassen. Und ich sag bis dahin erstmal eingehauen.